Hallo und herzlich willkommen zurück zu Star Stable. Heute werden wir uns mal ein paar Tiere in Dandal angucken. Denn ich weiß nicht, ob euch das schon aufgefallen ist, aber Dandal ist voller Tiere, angefangen vom Schmetterling bis zum Frosch und ja, noch viel, viel mehr. Ich habe versucht, so viele wie möglich zu finden und diese niedlichen, tollen Tiere gucken wir uns jetzt gemeinsam einmal an. Die ganzen Elstern finden wir hier auch in Dandal und die sind so unglaublich niedlich, deswegen habe ich so viele gesucht, wie es geht, denn ganz Dandal ist voll damit und nicht nur voller Elstern, sondern auch voller Schmetterlinge. Ja, die Schmetterlinge, die kann man immer richtig cool verfolgen und manchmal führen sie einen auch einfach mal gegen einen Baum, was natürlich dann wieder nicht ganz so cool ist, aber ja, sie sind echt sehr, sehr schön und natürlich auch die wundertollen Katzen. Erinnert mich übrigens an eine Katze, die ich mal kannte. Das war tatsächlich die Katze von meinem Onkel. Ja, das ist eine ganz tolle Information für euch, ich weiß. Aber die war auch genauso weiß. Und ja, ich liebe weiße Katzen, nicht nur weiße Pferde, nein, auch weiße Katzen. Und Dellinger dürfen wir natürlich auch nicht vergessen. Die ganzen kleinen Abenteuer, die wir schon mit Dellinger und unserer Nia erlebt haben. Und damit gehört Dellinger natürlich auch zu eins von den Tieren, die hier in Dandal zu finden sind. Ich wollte gerade Star Stable sagen, aber das ist ja Star Stable eigentlich. So, eine Quizfrage. Findet ihr hier irgendwo das Tier? Und es ist nicht das Pferd von Melissa, das ich meine, sondern es ist eine Möwe. Tatsächlich eine Möwe, denn auch die sind überall zu finden. Genauso wie hier wieder eine versteckte Elster. Ja, habt ihr die ganzen Elstern schon gefunden? Es sind so viele versteckt. Einfach oben auf den Dächern drauf, total cool irgendwie. Ja, ich weiß nicht. Ich hätte die auch unglaublich gerne als Haustier, muss ich sagen. Fände ich auch sehr cool, wenn die wie die Möwe halt da dazu fliegen würden. Füchse gibt es hier ja nun schon zu kaufen. Ich habe immer noch keinen Fuchs übrigens, aber es gibt hier so viele Füchse zu entdecken. Also wenn ihr euch mal hier an diesen Fuchsverkaufsstand stellt und mal genau überall schaut, wo die Füchse sind, dann kommen euch vielleicht doch so ein paar Überraschungen entgegen. Denn die sind echt an manchen Stellen, wo man sie wirklich nicht vermutet. Wie zum Beispiel hier. Oder hier. Oder total faul einfach mal hier auf dem Zaun. Total niedlich, wie ich finde. Und natürlich am Zaun auch nicht zu vergessen. Also man muss schon ganz gut hinschauen. Aber man findet viel mehr auf den zweiten Blick als auf den ersten. Die schönen Pferde stehen natürlich auch hier in Dandal. Auch wunderschön. Kann man alle so toll angucken. Und ja, also die gefallen mir auch richtig, richtig gut. Ja, natürlich noch ein Pferd. Darf ich nicht vergessen. Ich wollte halt wirklich versuchen, alle Tiere, die ich sehe, irgendwie in dieses Video zu quetschen. Ich bin sicher, ich habe bestimmt welche übersehen. Aber die Pferde wollte ich nicht vergessen. Hier, Möwen. Möwen überall. Übrigens mag ich Möwen sehr, sehr gerne. Ich komme ja von der Ostsee quasi und ja, bin mit Möwen aufgewachsen. Ja, noch mehr Möwen. Dandal, Möwen über Möwen, Vögel über Vögel, Elstern, Möwen, total viele hier. Und im Wasser dort unten schwimmt auch noch was, habe ich gesehen. Da seht ihr das? Oder ist das ein Schmetterling, der da hinten fliegt? Das könnte natürlich auch sein. Aber ich meine hier natürlich wieder die Möwe. Und da ist noch eine Möwe. Wie sollte es auch sonst anders sein? Ah, ich hätte das mal zählen müssen, ne? Und hier stehen natürlich auch noch am Stall direkt ein paar Pferde. Und es ist nicht der Pferdeverkaufsplatz, sondern einfach nur vorm Stall. Und natürlich im Wald geht es weiter mit Möwen, mit allen möglichen Schmetterlingen, mit den wunderschönen Eichhörnchen, die da oben sind. Ja, sieht ganz, ganz schön aus, wie ich finde. Eine tolle Location.
Und auch hier ist wieder ein Vogel. Vögel dürfen nicht fehlen. Nein, nein, nein. Das ist übrigens, ist das auch eine Elster? Das kann ich so echt schlecht definieren. Das könnten mehrere Arten sein. Hier auch wieder alles voll. Eine andere Perspektive aber eigentlich quasi. Hier sieht man halt nochmal die Möwe. Sehr, sehr cool. Das ist echt ein schönes Thumbnail, ne? Und hier steht natürlich auch nochmal ein Shire mit einem Vogel dazu. Es könnte auch eine Dohle sein. Oh ja, Dohlen finde ich halt auch sehr, sehr schön, obwohl es eigentlich eher aussieht wie eine Elster, nur andere Farbe. Und hier fängt es dann auch schon an mit den Fröschen, die man finden kann. Finde ich auch irgendwie unglaublich niedlich, wenn man so durch den Wald läuft und da sitzt auf einmal so ein kleiner Frosch. Ist das schon echt ganz cool. Und natürlich darf man auch die Eichhörnchen nicht vergessen, die nicht nur bei den Häuschen sind, sondern auch zwischendurch immer mal zu finden sind. Ja, genau, auch hier sind wieder einige Eichhörnchen zu finden. Und die Katze, oh, die ist auch so wunderschön. Oh, auch die hätte ich total gerne so als Haustier, die nebenher läuft. Das wäre doch richtig, richtig cool. Wie fändet ihr das, wenn diese Katzen nebenher laufen würden neben dem Pferd? Wäre doch voll mega. Ja, hier stehen auch noch ein paar Mustangs. Ich bin ja nicht so der Mustang-Fan, hatte ich ja schon mal gesagt. Aber diesen, ja, diesen grauen Anthrazit-Apfel, wie nennt man das? Blauschimmel? Nennt man das so? Den finde ich wieder sehr, sehr schön, muss ich sagen. Und eine Dohle. Ich nenne sie einfach mal Dohle. Ich finde, Dohle passt echt ganz gut dazu. Wenn ihr einen anderen Begriff habt, sagt ihn mir einfach. Hier auch wieder alles voll. Oh, so toll. Es sind eigentlich so viele schöne Hintergrundbilder, ne? So, was habe ich denn jetzt hier gefunden? Schmetterlinge. Ist das schon die Wolfshöhle? Ach, das sind die Wölfe gewesen. Und hier wieder ein Frosch. Natürlich. Alles wieder froschig. Das ist auch super, super bunt. Bestimmt ein giftiger Frosch. Und ein blauer Frosch ist bestimmt auch nicht so gesund, könnte ich mir vorstellen. Ja, und Häschen. Häschen nicht vergessen. Hier am See sind auch ein paar Hasen. Und natürlich laufen auch nebenbei ein paar mit Pferden einfach rum. Aber ich glaube, in ganz Dunder gibt es so ein, zwei, drei Reiter, die einen immer wieder begegnen. Und natürlich auch dort, wo die Reiter unterwegs sind, sind Vögel zu finden, Dohlen. Hier natürlich auch wieder Möwen. Zwei sogar, die baden. Sehr, sehr süß. Und hier auch alles voller Möwen. Also ich habe sehr viele Möwen gefunden. Viele, viele Möwenplätze. Natürlich auch wieder hier ein paar Pferde noch. Und ja, viele Mustangs, ne, muss man sagen. Echt viele Mustangs zu finden. Natürlich auch die Hühner bei der kleinen Farm vorne am Eingang von Dandal. Die sind natürlich auch nicht zu verachten. Ach ja, die Schweine, stimmt. Die Schweinchen sind ja auch hier noch am Rumlaufen bei der kleinen Farm. Auch sehr, sehr niedlich. Die wären natürlich auch ein tolles Haustier. Ja, das war's dann auch schon heute erst einmal mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen, die ganzen Tiere anzuschauen. Ich habe bestimmt welche vergessen. Wenn ihr noch wisst, wo noch Tiere sind in Dandal, die ich vergessen habe, schreibt es mir einfach mal in die Kommentare. Würde mich sehr interessieren, was ich da vergessen habe. Wäre sehr cool, wenn ihr mir das sagt. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Habt heute noch einen schönen Tag. Ist ja super mega warm hier. Da ist so eine Erfrischung hier im Wasser eigentlich genau das Richtige, wie die Mädels hier machen. Also würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen. You came into my life just like another season. Not for long, just a time. Just like another season. Maybe this time next year you'll reappear for no reason. But I'll cherish every day until you come my way this season.